Hallo und herzlich willkommen zu den Studio 71 News mit Bina. Und falls ihr noch keine Tickets für LMS habt, dann aber ran an die Buletten! Ihr habt es bestimmt mitbekommen und es ist sicherlich nicht an euch vorbeigegangen, dass LMS Generations ansteht. Am 8.8. um 20 Uhr in Halle 1 auf der Kölnmesse könnt ihr mit dabei sein, wenn die ganz Großen miteinander spielen. Mit dabei sind zum Beispiel Le Floyd, Frodo, Mafuyo, Schaffel, Sergeant Rumpel, ganz viele mehr. Und moderiert wird das Ganze von David Heine und Fabian Siegesmund. Und ihr könnt für 9,90 € in unserem Studio 71 Shop, Link ist in der Beschreibung, die Tickets kaufen oder sogar ein Bundle aus T-Shirt und noch ganz viel geilem anderen Shit für 24,90 € kaufen. Keine Werbung, nur eine Empfehlung von mir für euch. Oh, interne News. Ich bin frei. Ich habe keine Schiene mehr. Ich kann mich jetzt offiziell bewegen. Kommen wir jetzt zu den Gaming News. Wow, Special Effects. Die E-Sport-Szene rund um CSGO ist gerade in der Kritik und jetzt haltet euch fest, wegen eines Drogenskandals. Einer der Spieler hat zugegeben, die Droge Adderall genommen zu haben, die quasi die Konzentrationsfähigkeit pusht. Und er bereut es nicht mal, denn er hat gesagt, die ESL-Kommentare waren schon irgendwie witzig aus meiner Sicht. Das ist mir alles völlig egal, wir waren alle auf Adderall, ich geb da einen Scheiß drauf. Wow, that attitude. Anlässlich des Todes von Satoru Iwata, dem Nintendo-Präsidenten, haben unglaublich viele Künstler Anteilnahme genommen und haben Bilder gemalt und Bilder gezeichnet und Collagen erstellt. Ich verlinke euch mal eine wunderschöne Galerie unten. Es ist echt mega toll geworden. Deep Silver hat bekannt gegeben, dass das Entwicklerstudio Jaega, auch bekannt von Spielen wie Spec Ops, nicht mehr Entwicklerstudio für Dead Island 2 werden wird. Noch ist nicht bekannt, warum, aber die Gründe werde ich euch beim nächsten Mal sagen. Ubisoft Toronto arbeiten wohl demnächst an einem neuen AAA-Titel. Auf Twitter haben sie nämlich eine Stellenbeschreibung rausgegeben für einen Senior-Entwickler, der für einen neuen AAA-Titel gesucht wird. Spekulatius, Spekulatius, bewerbt euch. Gute Nachrichten für alle die, die schon sehnsüchtig auf die Mod Skyrim Enderal warten. Die startet in die Alpha. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung. Und dann werdet ihr auch sehen, worum es sich handelt, wenn ihr davon bis jetzt noch nichts gehört habt. Und wenn ihr davon bis jetzt noch nichts gehört habt, dann schäm dich! Aufs Äußerste. Ende. Die Comic-Con ist zu Ende und wir wurden überhäuft mit mega geilen Trailern. Nicht nur zu Suicide Squad, nein auch zu World of Warcraft, The Walking Dead, Wonder Woman und viele mehr. Und Highlight der ganzen Show war eigentlich das große Star Wars, ich will es mal Reunion-Finale nennen, wo das ganze Publikum ein Star Wars Konzert mit der Musik aufgeführt wurde und die Darsteller waren da, es gab Lichtschwerter, Action und ein riesengroßes Feuerwerk. Schaut euch mal, kleiner Tipp von mir am Rande, auf dem Nerdist Channel die ganzen Videos zur Comic-Con an. Da kriegt ihr den wunderbaren, großartigen Überblick, was passiert ist und wie unglaublich einmalig das gewesen sein muss. Ein kleiner Tipp von mir als Creator für euch als YouTube-Creator. Die YouTuberin Hazel Hayes, auch bekannt mit dem Channel Chewing Sand, hat jetzt ein paar Tipps hochgeladen oder beziehungsweise hat einen Artikel verfasst mit Tipps, die wichtig sind, wenn du YouTuber werden willst und wenn du Erfolg haben willst. Kleiner Tipp von mir am Rande, wenn ihr wirklich ein paar Fundamentals lernen wollt, klickt mal auf die Internetseite oder auf den YouTube-Channel von der Creator Academy. Da sind unglaublich viele tolle Videos, in denen ihr lernt, was wichtig auf YouTube ist und wie ihr am besten mit eurem Content und mit eurem Publikum umgeht. Kommen wir zu meinem Video der Woche und das ist diesmal von College Humor und die haben Carly Rae Jepsen's I Really Like You, das Musikvideo, quasi nachgespielt. Ohne Musik. Also Tom Hanks, der quasi nur so, das, ohne Worte, guckt es euch an, ich habe Tränen gelacht. Klick. Das ist wirklich gut. Kennst du das Video? Hast du das auch schon gesehen ohne Musik? Das ist so witzig. Was sind denn die erfolgreichsten Formate auf YouTube? Richtig, Filmtrailer und Musikvideos. Facebook will jetzt auf den Zug aufspringen und will jetzt auch Musikvideos im Userfeed teilbar machen. Die versprechen sich dadurch mehr Push für ihren Videoplayer und wollen im Gegenzug den Plattenfirmen einen größeren, höheren Revenue-Share auszahlen als auf YouTube. Also quasi wird das das neue YouTube. Guckt ihr eigentlich Facebook-Videos? Und wenn ja, wie viele? Und wenn ja, würdet ihr das mit YouTube tauschen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Wirklich. Guckst du YouTube? Also ich gucke die Videos immer auf YouTube. Ich gehe nicht auf Facebook und scroll meinen Feed durch nach irgendwelchen Videos. Ja. What?
Ich habe es mega gefeiert, das neue Video von LeFloid unter dem Hashtag Das Netz fragt Merkel. Das wurde ja so ein bisschen zerrissen von den Journalisten dieser Welt, die gesagt haben, dass das doch nichts wirklich mit Journalismus zu tun hat. Fuck it, LeFloid, das war mega awesome. Ich habe es gefeiert, ich fand es grandios, wie du da aufgetreten bist, wie du die Community einbezogen hast, dass du nun nicht die Bundeskanzlerin vor laufender Kamera beleidigt hast. Ist doch vollkommen okay, dass du da nicht eine krasse Diskussion angefangen hast. Ist auch vollkommen okay für mich. Ich habe es gefeiert. Witzig war jetzt allerdings, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung der Bibis Beauty Palace ja vorgeschlagen hatte, sie könnte doch mal Sigmar Gabriel interviewen. Bibi hat zurückgeschlagen und hat gesagt, sie würde ihn sehr gerne mal auf ein Video einladen. Der hat sich allerdings noch nicht bei ihr gemeldet. Was sollen die denn noch machen? Schminkvideo. Und falls ihr noch keine Ticket für LMS habt, dann beeilt euch nicht. Ticket? Tickets? Ich hab Ticket. Wir laufen! Wohin denn? Ah! Okay, haben wir das! Yay! Julius, du hast... Was sind denn mit die erfolgreichsten Videos auf YouTube? Ganz genau, Musikvideos, Facebook. Siehst du, so schnell geht das. Was sind... Klick. Oh Gott. Die wollen in nächster Zeit ein paar Musikvideos bei sich hochladen. Wollen den... Wie heißt denn das? Plattenfirmen. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass die Plattenfirmen... Ich hab gespuckt. Fuck. Die Comic-Con ist zu Ende und ich für meinen Teil habe eigentlich den gesamten Catch. Leute! Nein, auch zu Suicide Squad. Suicide Squad. Das ist die Battlefield-Variante. Suicide Squad mit dem C4 dran. Fuck. Quad Spawn on you. Quad Spawn. Witzig an der Stelle, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat der Bibi Blocksberg. Oh nein. Oh, kenne deine YouTuber. Es ging so gut. Ich möchte ohne Jumpcuts arbeiten. Das ist nicht immer einfach. Das kann LeFloid nicht. Doch kann er. Und gute Nachrichten für alle, die schon sehnsüchtig auf die Mod Skyrim Enderal warten. Diese riesengroßen. Sache. Oh, that's what he said.